Hallo du, hallo meine Süßen, hallo Annabelle und hallo Bowie. Bowie ist da, Bowie ist da. So, wollen wir das von Thema von gestern noch weiter besprechen? Nee, ich wollte was anderes fragen. Was denn? Hat sich jemand dazu geäußert, ob quasi sie mich in deinen Videos dabei haben wollen oder ob ich eher störe? Oh, ich glaube nicht, dass du störst. Ja, also. Aber eine Einschätzung von den Zuschauern wäre dennoch schon ziemlich ja nett. Ich weiß gar nicht. Ich glaube bisher, es hat sich auf jeden Fall niemand negativ über dich geäußert. Okay. Außer, dass du ein bisschen langweilig bist. Weil du wenig geredet hast. Ja, aber das ist ein Spiel, das entspannt, Mann. Da will man nicht ständig irgendwelches Gequassel. Da will man nicht ständig irgendwelchen Gequassel von Bowie hören. Von einem Bowie, ja. Ich bin so glücklich, dass Niago wollte mal anfangen, mich Bauer zu nennen, weil jemand das aus Spaß gesagt hat. Bauer! Ich bin so froh, dass ich das nicht durchgesetzt habe. Bauer! Hey! Dass Bauer. Ich das nicht durchgesetzt habe, habe ich gerade gesagt. Bauer! Oh! Ich hab's schon fast vergessen, Bauer. Ich bin echt. Ich bin so dämlich, warum habe ich das gesagt? Bauer! Gib dir mal. Guck mal, wie enthusiastisch ich bin. Ja, ja, wie glücklich ich bin. Ich bin wirklich gerade so glücklich. Ah. Warum bist du glücklich? Ich weiß nicht, ich kann dich mobben, Bauer. Mobben ist immer ein guter Grund. Das ist immer spaßig. Guck mal, sie wird nicht mehr rot. Ich werd gar nicht rot, sagst du. Ja. Du kannst mich gar nicht sehen. Ich kann's mir vorstellen. Ich höre das an deiner Stimme. Ob ich rot werde? Ja. Ja, gut. Ey, hör auf. Findest du rot? Hör auf damit! Ja, sie wird rot. Oh Mann, du bist ein Arschloch! So, such mal lieber mit mir einen Fehler. Guck mal, hier, da. Ich kann nicht. Also, guck mal, bei den letzten Videos muss ich echt sagen, du bist echt gut darin geworden. Weil ich sehe mir die Dinge an und ich finde nichts und du aber sag. Guck mal, da ist ein Fehler. Siehst du das nicht? Hier? Hä? Willst du mich verarschen? Ja, aber bei mir ruckelt es gerade ein bisschen. Deswegen ist es schwierig. Ja, aber ja, Ausrede. Psst. Da war was am links. Hat mir einfach den Mund verboten da. Habt ihr das gesehen? Man kann mich nicht sehen. Ich weiß witzig, wo ganz am Anfang, ne? Du hast die Fehler nicht gefunden und ich guck so, man kann das Ding drehen, habe ich dir das dann gesagt. Ja. Und du irgendwann dann, warum hast du mir das gesagt? Jetzt muss ich auch über an jeder Ecke suchen. Ja, es war vorher einfacher. Auch wenn ich gedacht habe, boah, sind die verrückt, hier sind noch keine Fehler. Also es ist schon böse, wenn man einfach übersieht, dass man das drehen kann. Ja, aber man. Das ist wie mit Fehlersuche. Manchmal guckt man und sieht was und die anderen gucken und sehen das nicht, weißt du? Jeder guckt ja woanders hin. Hm. Hallo Polly. Ich würde dir gerne Honig schenken. Der will es hier, sagt sie. Ich würde gerne mehr ausbauen. Aber auch hier schon ein verflucht gut aussehender Kerl, der sogar mehr, ja, der sogar etwas mehr verdient als der Durchschnitt. Deswegen, nein, ich meine das Pferd jetzt. Ist echt ein geiler Hengst. Ne? Ach so. Na denn? Warum wirst du für mich? Ich dachte, du willst nicht, dass ich eine Freundin kriege. Ja, eigentlich nicht, aber ist auch irgendwie fies, oder? Nein. Wenn ich jetzt nur, weil ich dich nicht haben kann. Oh, das klingt echt bescheuert. Ja, ich will Bowie auch nicht mehr haben. Er ist ein Drecksack. Könnt ihr gerne geschenkt haben. Ja, go. Ja. Nein. Geh weg. Nein. So. Wir holen mal extra viele Äpfel. Äpfel können wir. Ja, Äpfel, genau, Äpfel. Äpfel sind gesund. Äpfel sind gesund. Warum haben wir so viele gekauft? Wo wir gerade bei Äpfel sind. Guck mal, die Katzenohren passen voll zum Kostüm, also von der Farbe her. Ja. Guck mal, jetzt haben wir Äpfel geholt, aber wir haben keine.
Wir brauchen Hast du noch das mehr. Oberteil, was da gerade verkauft wurde? Schon? Ja. Okay. Ah, das hast du vorhin. Du redest ganz komische Sachen. Nein, So. das, ja. Wir brauchen. Eigentlich müssten wir wieder. Oh, Datendisk. Wie kriegt man am besten Datendisk, Leute? Muss man wirklich hier irgendwo hingehen und dann dort. Gehe ich da nochmal hin? Wie fühlst du dich eigentlich heute? Hast du gut geschlafen? Ja. Ich fühle mich heute voll fit. Guck mal, wir gehen einfach hier oben hin und gehen dann ein bisschen kämpfen. Wir wollen ja hier auch noch mal den bisschen höher kommen. Du willst kämpfen? Kannst du für mich was testen, bitte? Was denn? Könntest du das Schwert anziehen? Warum? Ich will sehen, wie viel Schaden es macht, wenn du crittest. Okay. So, Abs gemacht. Okay. Ich mag aber meinen Hammer. It's the hammer time. Bam, 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 Partei. bam, 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 bam. Naja, ich bin ein bisschen bescheiden. Bescheiden meine ich im Sinne von geistig bescheiden. Warum habe ich nicht erst Platz ins Inventar gemacht? Warum bin ich denn hier einfach so reingegangen? Bin ich. Ja. Super klug von mir. Ja, aber ich bin jetzt eh tot. Das war. Ich hätte mehr Platz. Warum? Warum habe ich das nicht gemacht? Bin ich. Guck mal, Und hier das. hätten wir sogar. Na, aber ja, wir haben halt noch so viel Unfug hier in den Taschen. Hätte ich eigentlich mitrechnen sollen. Wir müssen erstmal die ganzen Sachen hier loswerden, aber ich weiß halt nicht. Nervt mich grad. Bowie, du bist schuld. Ich weiß. Immer. Hat mal so viele von den Datendisk. Irgendwie sind alle weg. Ich denke so gerade das Beste, was ein Mann sagen kann, wenn eine Frau ihn beschuldigt. Tut mir leid, Schatz. Ja, warum hast du das nicht gesagt? Sag nochmal. Nein. Das nächste Mal, wenn du mich wegen irgendwas beschuldigst, was absolut absurd ist, sage ich das. Du bist schuld, dass ich keine Datendisk mehr habe. Oh, tut mir leid, Schatz. Ah. Kann ich mir auch nichts von kaufen. Geil. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Der war gut, ja. Komm, eigentlich, um die Datendisk zu sammeln, muss ich ja eigentlich nur so. Guck mal, ich habe vor kurzem ein Video gesehen, da wo quasi, das war so ein Social Experiment, ne? Ob quasi, da wird ein Handwerker gerufen und die Frau hat quasi kein Geld, um ihn zu zahlen, und sie Oh fragt, Gott. ob sie das anders abbezahlen kann. Und Ja. da ich mir denke, als Handwerker, wenn mir jemand sowas anbieten würde, würde ich sagen, ja, damit kann ich meinen Er würde genauen ja bezahlen. sagen. Ha, habt ihr gehört? Nein. Würde ja Nein, sagen. ja. Ja doch, du Wie hast gesagt. gesagt, ich würde ja sagen. Nicht in dem Zusammenhang, hör doch auf. Ich würde halt mit einem. Okay, ich will diese Wörter nicht nutzen, weil das ist ein. Ja, mit solchen Dienstleistungen kann ich, sag ich mal, meine Familie auch nicht ernähren, ne? Welche Familie? Du bist Ja, Single, welche. Hey. alleine. Es geht. Ich versetze mich gerade in die Lage des Handwerkers, mein Gott. Aber nicht jeder Handwerker ist doch vergeben und so. Der, über den ich rede, ist vergeben. Und hat ist glücklich vergeben und hat Kinder. Ah ja, okay. Und heißt Aber gar Bauer. nicht.
Ja, selbst Bowie. Der Handwerker. Der Bart, trägt dieser Bowie einen Bart? Deiner Vorstellung? Ja, auf jeden Fall. Der Also, Bart man reicht könnte zusammen. das zusammenhängen. Glückliche Familie plus Bart. Oh, das sind meine zwei größten Wünsche. Wie dein größter Wunsch ist. Ja. Familie und Bart. Na, siehst du? Familie und Bart. Also, wenn ihr eins von beiden habt, dann geht's zu Bowie. Aber wie sie mich heute countert, ne? Das Respekt, ja, Respekt. Naja. Ja. Bart. Bart. Ich und Bart, ne? Dein Bart, Ich dein. würde mein Bart streicheln, ich würde es kämmen. Ich würde es mit Aftershave Was? einschmieren, was? Tut mir leid, ich war gerade ein bisschen waren, das mit Gedanken. Maui kriegt einfach kein Bart. Er ist extra ausgezogen von zu Hause, weil er so dachte, ah, dann krieg ich vielleicht ein Bart. Aber nein, hat nicht geklappt. Ja, Wie Verantwortung kommt man auch alleine. auf so eine blöde Idee, dass wenn man auszieht, dass man ein Bart bekommt? Ich meine, Warum klaut uns da eigentlich immer alles aus? Das weiß ich eigentlich gern. muss wohl irgendjemand ihn erzählt haben, dass dadurch ein Bart wächst. Das war eigentlich ein Geheimnis, das nur jeder deiner Zuschauer auf Twitch kennt. Was? Das mit, das, ja, genau Dass das du ist aber gerne das. einen Bart hättest? Ja. Ja. Aber wächst Ja. nicht. Stell dir vor, da könntest du deine Hand so rein, deine Hand reingreifen und da kommt so ein Stückchen von Hühnchen von gestern vorbei. Was? Was? Das ist ja doch voll schön. Ja, voll schön. Stell Weiß dir nicht vor, mal, wie ich. du isst Suppe und dann tropft so ein bisschen Stell was auf mal deine vor, Hand. ich würde ein Bart bekommen, dann könnte ich dich voll dran salieren damit. So, ah, guck mal, Bowie, sogar ich habe ein Bart. Ich mach dich so, wie du bist, du brauchst kein Bart. Ich brauche kein Bart. Ja, du bist hübsch, so wie du bist. Ich bin hübsch, wie ich bin. Ja. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Ich bin sehr Da, hübsch. wie diese eine Stelle aus SpongeBob. Kaufen Sie Schokolade, Sie kriegen ein Bart. Ihnen wachsen Haare, ein Typ, der ein Glas hat. Also, ja toll, meine Frau wollte sich schon immer ein Bart wachsen lassen. So, ab nach Hause. Hat nicht so geklappt. Der Tag ist ein bisschen. Guck mal, heute ist die 299. Folge. Oh Gott, 300 bald. Ja. Morgen sind 300 voll. Wir müssen uns irgendwas für ein Special einfallen lassen. Zusammengehen oder so. Nein, Gott. Was soll es für mir ausgehen? Was? Du willst für mir ausgehen? Geht nicht. Man kann hier ein Spiel nicht zusammen machen. Ah, ich wollte ja eigentlich auch noch was anderes mit euch bereden. Ich habe auch noch andere Spiele entdeckt, die so ähnlich sind wie dieses Spiel. Und ich dachte mir so, ja, könnten wir mal zusammen spielen oder so. Ich muss mal gucken, ob ich eins davon anfange. Aber ich denke, irgendwie, ja. So, erstmal alles reinpacken. So. So, es ist 19 Uhr noch was. Wir kommen heute nicht so weit, wie wir gerne hätten. Was habe ich denn hier? Ich würde gerne eigentlich. Ja, es ist 20 Uhr. Das heißt, ich kann auch nicht mal mehr irgendwelche Sachen verkaufen. Wir können das Pferd hier knuddeln. Hallo, Pferd. Mit Bauchknuddeln, ja. Das ist echt lästig, oder wenn er jeden Tag Aufmerksamkeit möchte? Das ist. Das ist voll süß, ne? Also, das geht hier schon mal nicht. Und die hinteren schlafen. Oh, wie schnell man sie glücklich machen kann. Hast du die Kühe jetzt echt geweckt? Ja. Raus Boah. hier! Ich streichel euch. Ego. Ego, Mann. Da, ba, 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 ba. Ego, Mann. Yeah. Ego Niago. Ego, Niago. So, denn
war es das mit der Folge leider? Ja, ich weiß nicht, was wir. Ihr könnt ja mal runterschreiben, wahrscheinlich ist es denn zu spät, was wir bei der 300. Folge machen sollen. Aber ja, das wird wahrscheinlich zu spät sein. Ich weiß nicht, wann ich die nächste aufnehme. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Tag. Und ja, eventuell sehen wir uns ja in einem anderen Spiel. Ich habe da mehr im Ausblick und dann gucke ich mal, ob ich... Bowie hat momentan Probleme, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob wir... Ja, er hat Internetprobleme. Vielleicht sind sie jetzt heute auch behoben. Heute war der Techniker bei ihm da. Kann also sein, dass da... Er war sehr nett. Ja, er war sehr nett, hat aber nicht wirklich viel gemacht. Ja. Sagte Bowie zumindest. Also, weil er danach meinte, dass noch ein Fehler kam. Warum erkläre ich das überhaupt? Ja, ihr wisst, dass ich nicht mit ihm zusammen wohne. Leider. Ich würde es feiern, wenn ich mit ihm zusammen wohnen würde. Aber Bowie hat andere Pläne. Er sucht halt noch eine Frau, also ja, mach. Bis dann und tschüss. Ciao, Leute. Tschüss.